Jo, grüß euch. Jakob, Ja, Timmy, jetzt höre ich dich. kannst du uns halbwegs auch sehen? Ja. Ja, das passt gut. Wir sehen dich auf jeden Fall. Oder gehen wir da nach vorne, dann haben wir das orange Licht. Na, das passt hier. Also wir sehen alles. Okay. Ja. Wir werden nicht so gut sichtbar sein, weil es hier nicht so viel Licht gibt, aber das passt so. Ja, das ist kein Problem. Das passt gut. Ja, erstmal, wie geht's euch? Gut, gesund sind wir. Wie geht's dir? Ja, ich bin auch wieder gesund. Hattest du es trotzdem gekriegt? Ja, ich war ja positiv nach dem German Throwdown und habe aber keine Symptome gehabt. Also Geruchsverlust und das war es dann schon wieder. War dann eine Woche in Quarantäne und ja, seit Montag bzw. Dienstag offiziell dann bin ich wieder aus der Quarantäne heraus. Genau. Ja, das passt ja. Jetzt bist du richtig immun. Ja, genau. Jetzt habe ich doppelte Impfung und ja, genesen auch noch. Irgendwann im Frühjahr, dann lasse ich mir noch die dritte Impfung geben und dann soll es reichen. Aber Super. passt gut soweit, ja. Ja, gut. Dann. Wir zwei. Fangen wir mal an mit dem Aufwärmen. Ich würde vorher zum Anfangen gerne noch ein bisschen einfach eine allgemeine Aktivierung machen, wo wir ein bisschen Puls raufbringen. Das Ganze wird so ausschauen, dass wir fünf Runden machen aus fünf Burpees, 10 Air Squats und 15 Jumping Jacks. Muss jetzt nicht irgendwie voll auf Zug sein, sondern einfach nur machen. Davon fünf Runden und dann werden wir schauen, dass wir gleich in die Core Session gehen. Gut soweit, dann dürfen wir gleich loslegen mit fünf Burpees. Und dann 15 Jumping Jacks.
Ja, unsere Beine brennen immer noch seit Dienstag, seit dem World Bowls. Bist gescheit, das war extrem. Ja, das glaube ich da. Das ist sachbar. So, dann schauen wir jetzt als nächstes noch, bevor wir anfangen mit der Rumpfsession, nur kurz ein bisschen durchdehnen. Machen 3 Tiptoes, dann 4 Spiderwalks, immer im Wechsel, also 2-mal rechts, 2-mal links gesamt. 5 Rollovers und 6 Cossack Squats. Mhm. Alles klar? Wie viele Spiderwalks? 4. Also immer links und rechts im Wechsel, also gesamt 2-mal links, 2-mal rechts. Mhm. Passt. 6 Rollovers und, 5 Rollovers und 6 Cossack Squats. Mhm. Jawohl, geht schon los. Thank you.
Gut. Dann, jetzt für das nächste. Habt ihr es euch schon angeschaut? Wir ja. haben 12 V-Ups, dann 12 alternierende V-Ups und 12 Sit-Ups. V-Ups sollten klar sein, alternierende V-Ups. Sind die auch klar? Ja. Da macht ihr immer nur, also V-Up ist beide Arme, beide Beine hoch. Alternierend ist diagonal. Rechte Hand, linkes Bein. Mhm. Und da eben alternierend, 6-mal links, 6-mal rechts. Und dann noch ganz normale Sit-Ups. Das 3-mal durch, ohne Pause dazwischen. Also ihr macht die V-Ups direkt danach, die alternierenden V-Ups direkt danach, die Sit-Ups. Jeweils 12 und dann eine Minute Pause. Seht ihr den Bildschirm bei euch vorne gut? Ja, geht schon. Dann probiere ich es so, dass ich das dazu stelle und eine Zeit reingebe. Mhm. Die was einfach raufläuft, die schalte ich gleich ein. Und ihr könnt es jederzeit anfangen und einfach da von dem Zeitpunkt dann da weg jeweils die Minute Pause machen. Ich habe so einen Bauchmuskelkater von Dienstag. Das ist so reinig. Was war am Dienstag? Nein, ich habe selber daheim trainiert. Okay. Ich hab da das erste Mal wieder trainiert seit dem German Throwdown. Mhm. Okay. Ich habe einfach nur Imam 20 Minuten mit Assault Bike und Rudern gemacht, ganz locker. Und dann danach noch so ein bisschen Rumpfübungen. Ich hab so einen Bauchmuskelkater. Und ich war Rumpfübung. Naja, aber das war ja gut, dass du nach dem German Throwdown Covid hattest. Konntest du ein bisschen regenerieren, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe es voll ausgenutzt. Einfach mal Wochen gar nichts getan. Genau. Das war voll fein. Wenn man hier alleine langsam wird. Thank you.
Friend. Na gut, dass wir nachher im Werkort keine Sit-Ups mehr haben. Sodala. Gut, wir machen eine kurze Trinkpause. Ich fülle mir auch schnell meine Trinkflaschen auf, das habe ich nämlich vorher vergessen. Ja, ich habe auch noch. Ich würde mal noch Schlüssel. Du Jakob. Bitte. Du hast ja Langhanteln, oder? Ja. Wie viele Stück hast du, oder? Ich habe nur eine. Mhm. Okay. Also mein 20er Hantel habe ich. Ja, nein, das ist schon gut. Ich bin gespannt. Auf was? Auf das Workout. Auf das 32 Minuten M-Rap. Ja. 23, oder? 23, nicht 2 Paar, Gott sei Dank. Okay. Ja. Trotzdem schlimm. Ja, gut. Unsere Übungen. Wir haben
9 Devil Press pro Seite. Also wir fangen an mit 9 Devil Press rechts, dann 9 Devil Press links. Danach haben wir 20 alternierende Front Rack Lunges. Also nehmen das Gewicht vorne und machen 20 Lunges, immer links und rechts im Wechsel. Dann wieder 9 Push Press pro Seite, zuerst 9 rechts und dann 9 links oder umgekehrt. Und dann noch 20 Sit-Ups. Gewichte habt ihr das, was ihr zur Auswahl habt. Mhm. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal alle Bewegungen durch. Starten mit 2 Devil Press pro Seite. Dann 4 alternierende Front Rack Lunges, 2 Push Press pro Seite und dann noch, ja, Sit-Ups braucht man keine machen, haben wir gerade genug gemacht. Gut, könnt schon loslegen. Ich wollte ja nichts sagen, aber das habe ich mir auch gerade gedacht. Danke, Jakob. Naja. Na wirklich, Schatz. Wenn du dann in der dritten oder vierten Runde bist. Okay, ich mach es ja da. Was habt ihr denn hier für Gewichter? Die Dimi hat eine 16er Kettlebell, oder? Ja, und ich sterbe. Und ich habe 22,5 Dumbbell. Ja, sehr fein. Sehr gut. Ja, ich muss euch was gestehen, ich nehme heute 7,5 Kilo Dumbbell. Ja. Nein, weil ich habe nur die 32er Kettlebell und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache gerade Off-Season und mich freut es nicht so ein Schwarzgewicht. Ne? Ja, vollkommen verständlich. Ne? Aber ich werde mich mit der 7,5er Dumbbell ein bisschen belustigen. Ja gut, braucht ihr noch eine Vorbereitungszeit? Oder sollen wir gleich starten? Wir können gleich starten. Es ist kalt hier draußen. Nur, ich werde uns auf Sturm schalten, weil ich ein bisschen laut sein werde. Das brauchen wir im Video haben. Du kannst da... Ja, das ist doch lustig im Video. Das wollen die Fans hören. Na. So, wir haben ein 23 Minuten M-Rap. Ich tue euch da wieder die Uhr her. So, Start ist mit den Devil Press zuerst 9 auf der einen Seite, dann 9 auf der anderen. Dann 20 Lunges, dann wieder 9 Push Press und 20 Sit-Ups. Gut. Und wir starten das Workout in 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und go. Thank you.
Thank you.
Viertelstunde noch. Halfway there. Thank you.
7 Minuten noch.
one minute. Danke. Finito. Jakob, wir sind gestorben. Ja, ja, obwohl ich nur 7,5 Kilo Hantel gehabt habe. Aber du hast 6 Runden gemacht, gell? 5 und 10 Sit-Ups, 9 in der 6. Runde. Krass. Na, für mich war eher Strength Workout, das war viel zu schwer. Ja, das glaube ich, deswegen habe ich ja nicht die 32er genommen, weil ich wusste mit der 32er, da brauche ich so lang für die Devil Press. Ja. Wahrscheinlich. Für mich war bei dem Workout wahrscheinlich die 22er halber genau richtig. Ja. Also, die 7er halber war natürlich leicht, aber ich meine, für das, was ich aktuell gerade mache, hat es gut gepasst. Einfach nur bewegen. Ja, M-Rap, das ist. Ja. Aber na, war lustig, ja. Geil war's, ja. Wir haben wieder was gemacht. Danke, Jakob. Ja, bitte gerne. Und wir sehen uns wieder. Ja, hoffentlich bis bald. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao, schönen Abend euch. Ciao, ciao.